So, und jetzt haben wir ja irgendwie festgestellt, dass wir diese Gleichung einfach so übernommen haben. Und dann haben wir die beiden so verändert, dass wir da das hier rausgekriegt haben. Und jetzt haben wir gesagt, wir entdecken, es sind unendlich viele Lösungen, weil hier zweimal die gleiche Gleichung steht. So, und jetzt war die Frage, wann sind es denn nicht unendlich viele Lösungen? Weil wir gesagt haben, es sei ein Indiz, also diese Äquivalenz sei ein Indiz. Und ich kann Ihnen gleich sagen, bei einem LGS dieser Form, 3 Kreuz 3, wo wir das X eliminiert haben, das gehört da noch mit dazu, ist es nicht nur ein Indiz, sondern hier ist es gesichert. Das heißt, in diesem Fall ist es sicher ein Parameter, weil wir eine Nullenzeile haben. Also hier ein 0 gleich 0, was da dann im nächsten Umformungsschritt stünde, minus 2z gleich 2 und hier x plus y plus z gleich 3. Das hier ist sicher eine Unbekannte. Wie kann es jetzt passieren, dass es doch nicht ein Parameter ist, sondern weniger? Jetzt stellen Sie mal vor, ich schreibe Ihnen hier nochmal eine Gleichung dazu mit 3 Unbekannten. Nämlich jetzt stünde hier meinetwegen, vielleicht, ich muss jetzt mal schon gucken. Ja, das kann ich nehmen. Also ich muss Ihnen ja eventuell noch was anbieten, deswegen muss ich parallel was rechnen. Also ich nehme einfach mal 2x plus 3y plus 4z gleich 9. So, wenn ich diese Gleichung noch zum Gleichungssystem dazu nehme, habe ich hier zwar ein 0 gleich 0, aber dieses lineare Gleichungssystem, was Sie hier haben, hat gar nicht unendlich viele Lösungen, sondern nur genau eine. In dieser Situation, wenn Sie das so haben, dann tun Sie einfach, wenn Sie feststellen, nach der ersten Elimination sind die beiden Gleichungen äquivalent, dann streichen Sie die zweite Gleichung einfach weg, weil die brauchen Sie ja nicht mehr, die sind ja äquivalent. Also diese hier streichen Sie. So, und dann rechnen Sie ohne diese Gleichung weiter. Das heißt, jetzt rechnen Sie es mit der, die mit der noch zusammen und dann kriegen Sie wieder ein ganz normales LGS. Also diese Gleichung einfach irgendwo nach hinten stecken oder völlig weglassen, weil wir festgestellt haben, dass diese beiden Bedingungen diese hier impliziert. Also das heißt, wenn ich das so hinschreibe, haben wir wieder genau eine Lösung. Also durch die vierte Gleichung. Da haben wir aber natürlich jetzt kein 3 Kreuz 3 lineares Gleichungssystem mehr. Das ist das, was ich versuchte vorhin zu sagen. Wenn wir 3 Kreuz 3 haben, haben wir in der Situation gesichert. Also wenn wir hier das x haben und das x hier ist eliminiert, dann haben wir so an der Stelle gesichert, dass wir unendlich viele Lösungen haben. Und ich muss Gleichungen dazu nehmen. Und wenn Sie jetzt ein lineares Gleichungssystem wollen, das gar keine Lösung hat, dann müssen Sie wieder eine Gleichung dazu nehmen. Also hier habe ich jetzt die hier dazu genommen. Und übrigens, wenn Sie das LGS jetzt gelöst hätten, also das, das und das, hätten Sie als Lösung 1, 1, 1 rausgekriegt. 1, 1, 1 stimmt auch hier und 1, 1, 1 stimmt auch hier. Also nur zum Wissen. Deswegen habe ich so ein bisschen gestutzt, weil ich möchte eben gerne etwas, was wirklich lösbar ist. So, jetzt tun wir das hier weg. Jetzt wollen Sie etwas haben mit gar keiner Lösung. Das kann ich auch machen, nämlich indem ich brauche aber wieder eine vierte Gleichung, sonst tut es nicht, beziehungsweise muss die dritte verändern, das will ich nicht. Eine vierte Gleichung, die jetzt gar keine Lösung hätte, wäre 4y minus 2z gleich 15 oder so. Das heißt, wenn Sie zwei Gleichungen haben, hier diese und diese, die sich dann wirklich widersprechen. Oder auch, also was Sie auch machen könnten, wäre x plus y plus z gleich 7. Auch das würde sich dann widersprechen. Es kann nicht gleichzeitig 3 und 7 sein. Also wie gesagt, keine Lösung bekommen Sie halt, wenn Sie einen Widerspruch haben. Also hier am Ende kein 0 gleich 0, sondern ein 0 gleich 1 oder 0 gleich 17. So, jetzt habe ich viel geredet. Habe ich damit Ihre Frage aber beantwortet? Ja. Gut. Ja? Ich habe auch noch kurz eine Frage dazu. Zu dem? Ja. Gut. Ja, dann haben Sie immer Vorrang, ja? Und zwar die gleich, wie Sie hingeschrieben haben, ist 2x plus 3y plus 4z. Das würde dann bedeuten, wenn es eine Lösung hat, dass es dann im Koordinatensystem 4 Geraden sind. Nein. Die sich in einem Punkt Ebenen. Genau,
Das sind vier Ebenen und sie schneiden sich in einem Punkt, jawohl, in einer Gerade. Und zwei davon sind deckungsgleich. Völlig richtig, ja. Also dies, okay. Wobei, nein, nein, müssen Sie aufpassen. Ja, deckungsgleich ist falsch. Und zwar, da müssen Sie, sorry, mein Schulvideo von letzthin angucken. Da habe ich das genau beschrieben. Also im Schulvideo, das ist nicht deckungsgleich. Also da, aber jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt komme ich nämlich in eine Situation, wo der Rest der Welt nichts mehr versteht. Also im Sinne von, wenn Sie ein Abitur haben mit den ganzen Ebenen und geraden Zeug, dann verstehen Sie, wovon ich rede, möglicherweise. Wenn Sie jetzt aber diese Sachen noch, wenn Sie nicht wissen, was eine Ebene im Raum ist, wenn Sie nicht wissen, was eine Gerade im Raum ist, dann halten Sie jetzt die Ohren zu oder zumindestens hören Sie mal ein bisschen weniger hin, weil das brennt Ihnen auf der Seele, das muss ich natürlich jetzt erst machen, aber viel dazu kann ich nicht machen, da müssen wir erst die ganze analytische Geometrie ertragen und dann können wir aber wieder drüber reden. Ja, faktisch. Du kannst aber auch aushalten. Also soll ich nein, das muss... Dann würde ich es nicht machen. Also, ich muss es nur sagen, weil dann verstehen Sie, wovon ich rede und viele andere nicht und denen muss ich halt sagen, dass es nicht so schlimm ist. Das ist ganz simpel. Sie haben hier eine Ebene und hier eine Ebene. Ich habe eine ganz bestimmte Form, wie ich Ebenen zeichne. Die müssen Sie leider ertragen. Und zwar sind eine Ebene ist für mich eine Gerade mit so einem Ding dran. Das ist für mich eine Ebene. Ja, und das ist also die erste Ebene und die zweite Ebene ist das hier. Ne? So. Und diese beiden Ebenen, die schneiden sich offensichtlich und zwar hier in einer Geraden. Das ist eine Gerade, die ist in dieser Zeichnung projizierend in diese Richtung. Und hier haben Sie ja, also wir können das hier alles komplett wegdenken. Ich denke jetzt nur noch an, das können wir nicht komplett wegdenken, ich denke jetzt nur noch ich wische mal ein bisschen. So, also alles weg. Das denke ich einfach mal weg. So, also ich gehe nur, ich interpretiere jetzt nur diese Ebene, das ist E1, diese, also das ist 1, das ist 2, das ist die Ebene 2. Und ich habe hier ja ein Ergebnis. Und das hier brauche ich nicht, wie gesagt, können Sie wegstreichen. Um was handelt es sich hier bei dem Ding? Das ist auch eine Ebene. Schauen Sie, das ist eine Ebene und das Ergebnis, was ich bekommen habe, ist wieder eine Ebene. Das ist keine Gerade hier. Das ist eine Ebene, aber es ist eine spezielle Ebene. Es ist nämlich eine Ebene, die zwei Bedingungen genügt. Die erste Bedingung, die es genügt, ist, also das ist die blaue hier, die erste Bedingung, die es genügt, ist die Ebene, hat genau die gleiche gemeinsame Gerade wie die beiden. Das heißt, die enthält die Schnittgerade. Logo, die Schnittgerade ist nachher unsere Lösungsmenge, die wir uns rauskriegen. Und dann hat sie noch eine zweite Eigenschaft. Es fehlt nämlich hier oben das x. Und die Tatsache, dass das x hier oben fehlt, was bedeutet das? Wissen Sie das? Das bedeutet, dass sie parallel... Ja? Sie ist parallel zur X1-Achse. So ist es, also zur X-Achse. So, und deswegen habe ich diesen Spezialfall reingemalt. Und das heißt, Sie haben hier aus zwei Ebenen eine dritte Ebene gebaut, die die gleiche Schnittgerade hat und parallel zur X1-Achse ist. Und dann quasi, wenn wir unsere weiteren Betrachtungen machen, über das lineare Gleichungssystem, gehen wir in eine Ebene, die heißt YZ. Das heißt, wir gehen hier in die Ebene x1 gleich 0, ja, oder so, also irgend so eine Ebene, wo nur y und z drinstehen. Wobei, stimmt nicht, es müsste eigentlich diesen Haken so hier machen. Und da rechnen wir die Schnittgerade zweier Geraden aus. Das heißt, wir nehmen diese Ebene, die wir rausgerückt haben, transferieren die irgendwo hier rein, so da rein, dann ist es diese hier. So, und dann holen wir nochmal eine dritte, zack, und rechnen dann da den Schnittpunkt, wir gehen dann wieder in den Raum zurück. Das ist der Hintergedanke. Das heißt, das, was wir rauskriegen, ist auch eine Ebene mit spezieller Lage und dann gehen wir plötzlich ins Zweidimensionale. Wir verlieren die komplette X-Dimension. Die ist nachher weg und wir haben nur noch Y und Z. Uff. Haben Sie es verstanden oder habe ich Sie tot geredet? Nee, passt, danke. Gut. Wunderbar. Und ich finde es übrigens ganz toll, dass Sie so viele Fragen stellen. Machen Sie bitte weiter so. So, jetzt gibt es noch Fragen dazu, zu dem, was ich jetzt hier... Kleine Frage. Ja?
Ist es jetzt, liegt es auf der x-Achse oder ist es parallel zur x-Achse? Das ist parallel zur x-Achse. In meiner Formelsammlung steht das sogar als explizite Formel drin. Diese Ebene ist parallel zur x-Achse. Aber wie gesagt, das kommt noch, das kommt später, aber ja, es ist parallel zur x-Achse. Und Sie müssen aufpassen vielleicht, was den Begriff parallel angeht, das ist ein ganz, ganz schwieriges Gebilde, weil es gibt mehrere Definitionen des Begriffs parallel. Es gibt den Begriff der Grundschule, die Grundschule sagt, parallel heißt, wenn sich die Geraden nicht schneiden. Es gibt die Definition Klasse 7, die sagt, parallel ist, wenn die Geraden die gleiche Steigung haben. Und da gibt es einen Unterschied. Nämlich nicht schneiden schließt das Identische aus. Das heißt, laut Grundschule sind identische Geraden nicht parallel, weil sie unendlich viele Schnittpunkte haben. Laut Klasse 7 aber sind zwei Geraden parallel, wenn sie die gleiche Steigung haben, also auch identische Geraden. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, aber in meiner Ebene liegt die x-Achse aber auch drin, dann kann das sein, das gilt auch als parallel. Parallel heißt echt parallel oder identisch. Gut, habe ich jetzt das erklärt oder Sie totgeredet? Nee, passt. Gut, nächste Frage dazu. Also erstmal jetzt nur dazu. Ist das dann nicht auch die Technik, die ich am Ende verwende, wenn ich da wirklich andersrum in der analytischen Geometrie zwei Ebenen gegeben habe? Ja, exakt das Gleiche. Ist das ja, aus dem Grund mache ich auch die linearen Gleichungssysteme vorher. Dass ja. Man das dann berechnen kann. Ja, genau. Sonst hocke ich da und muss es zweimal machen. So mache ich es nur einmal. Ja, klar, logisch. Gut, noch eine Frage. Gut, dann kommt jetzt, irgendjemand hat das Wort 4 Kreuz 4 genannt. Ich habe das nur im Hinterkopf. Gibt es den noch oder ist das die... Ja, jetzt die Frage mit 4 Kreuz 4. Oder ja, und zwar haben wir ja teilweise gegeben x1, x2 und x3. Ja. Und ist es dann okay, wenn wir das undefinierten ABCD zum Beispiel... Ja, ist mir alles wurscht. Sie können, also ich muss es halt verstehen. Bitte, also wenn Sie jetzt das Ganze in arabische Buchstaben, die ich nicht unterscheiden kann, machen, dann verstehe ich es irgendwann mal nimmer. Aber erstmal, alles, was ich verstehe und was Sie als logisch empfinden, finde ich wahrscheinlich dann auch als wahrscheinlich, auch als logisch. Also Sie dürfen ABC verwenden, Sie dürfen X1, X2, X3. Die Indizes... Die mag ich halt, die versuche ich zu umgehen bis zum 4 Kreuz 4, da muss ich sie nehmen. Aber vorher versuche ich die zu umgehen, weil es erstens weniger zu schreiben ist und zweitens ist es weniger fehleranfällig. Was denken Sie, wie oft ich sowas schreibe? Und man kann es leichter lesen, man kann es leichter programmieren, drüber reden und so weiter. Also deswegen versuche ich die Indizes am Anfang zu umgehen. Am Ende komme ich aber, jetzt sind wir beim 4 Kreuz 4, nicht umhin. Beziehungsweise Sie dürfen dann wie bei einer Uhr quasi X, Y, Z, A, B, C einfach weitermachen. Das ist kein Problem. Denken Sie immer dran, Sie dürfen alles, ich muss es nur verstehen. Okay, habe ich damit Ihre Frage beantwortet? Okay. Gut, nächste Frage. Also ich finde es toll. Fragen Sie so viel Sie wollen. Fast alles.